Okay, gut, dann, Kortek hat diesen Krieg über uns gebracht. Genau, Atul Aman. In unserer Abwesenheit haben Jakrazet und seine Truppen angegriffen. Serik hat tapfer gekämpft, aber es hat nicht gereicht. Die Schlüssel sind weg und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Barriere zerstört ist. Eure Freunde sind ihnen schon gefolgt. Wir dürfen nicht zulassen, dass Jakrazet Mythrax den Auflöser erweckt. Wir müssen ihn stoppen, bevor es zu spät ist. Uns bleibt nicht viel Zeit. Treff mich in Atul Aman. Wir müssen Kaik und Rakera einholen und das Ritual aufhalten. Wir werden niemals treffen, mich in Atul Aman. Die anderen warten drinnen auf uns. Drinnen, hä? Drin. Das ist Atul Aman. Und da habe ich so keinen Bock, da hinzufliegen. Ich möchte gerne hier weitermachen und da möchte ich da bitte. Alter, von Hötzchen auf Klötzchen, ich komme nicht dahin, wo ich hin will. Huch. Okay, das mache ich dann später. Danke, dass du mich angeschrieben hast. Blöd. Und ich bin jetzt komplett in den komplett. Ach du Schande. Wow, ich bin gut. Ich bin gut. Huhai. Wer bist du? Ach, ein Stallmeister brauchen wir nicht. So, Leute, die Frage ist jetzt. Entschuldigung, ich wurde gerade angeschrieben. Was mache ich jetzt? Sollen wir nach Atul Aman? Oder ist es zu? Ich weiß es nicht. Vorhin eine Nachricht bekommen. Wo residieren Sie heute? Ich strebe an, früher nach Hause zu kommen. Nein, das mit dem Residieren war jetzt erfunden von mir, aber ich strebe an, heute früher nach Hause zu kommen. Von meinem Schwager. Also manchmal hat der Sachen drauf. Sein Watch ist es auch ein bisschen, ich weiß nicht. Auf Hochtouren hat er wieder einen Duden gefressen oder was? Kein Plan. Hey, anstreben ist ja gar nichts Kompliziertes. Nein, ist auch nicht kompliziert, aber für seine Verhältnisse ist es untypisch. Nicht, dass er dumm ist, aber es ist untypisch für ihn. Ne, mein Schwager ist mir so, ja moin, bis zu Hause, ich kann dann kommen, ne? Also ich strebe an, früher nach Hause zu kommen. Ich strebe an, die Heimreise früher anzutreten. So, jetzt aber mal genug bespaßt hier. Juppie! Wir müssen runter. Immer weiter, immer tiefer. Oh ja, ich dachte echt, das ist ein Dungeon. Also man hat ja diese typischen Gebietsquests. Und dann hat man dann hier drum herum und dann so. Und jetzt geht es halt in die schlängelnde Schlucht. Aber ist diesmal nicht der Fall. Wir müssen stark bleiben. Wir müssen uns vor allem beeilen. Eure Freunde sind schon im Inneren. Okay. Warte mal. Ey, wenn du mich jetzt hier hinterrückst. Die verwaiste Passage. Mein Volk kennt diesen uralten Durchgang schon seit Generationen. Aber bis jetzt hat es noch niemand gewagt, ihn zu betreten. Der Tunnel führt zum Grab von Mythrax, dem Ausleser, und es heißt, dass seine Macht noch immer seine Höhle erfüllt. Niemand weiß, welche Schrecken uns darin erwarten. Offenbar sind eure Freunde bereits hineingegangen und Jakrazet daran zu hindern, Mythrax von den Toten auferstehen zu lassen. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen Kaya und Rakera finden, bevor sie Jakrazet alleine angreifen. Okay. Möge Setralis uns alle retten. Wenn du mich überlistest, ne? Von hinten und so weiter, ne? Also, von hinten klingt ein bisschen falsch, aber ihr wisst ja schon, ne? Wenn du mir jetzt in den Rücken fällst, der Junge. Es gibt hier eine dunkle Präsenz. Wir müssen wachsam sein. Selbst nach seinem Tod ist Mythrax Essenz hier noch stark. Es wäre nicht auszudenken, wenn er einmal mehr auferstehen würde. Außer Reichweite. Ja gut. Okay, dann müssen wir es halt verhindern, ne? Ich muss näher ran. So, sind hier nur zwei, die wir befreien müssen. Ich bin außer Reichweite. Als Schurk ist es sowieso ein leichtes. Ich höre zu. Ja, Was kann ich mal für euch tun? Oh, mein Kopf. Was sind das für Dinger? Wir müssen Rakera schleunigst finden. Ja, auf den Gedanken bin ich auch schon gekommen, aber irgendwie ist hier gerade so ein doofes Monster.
was mir so leicht auf den Sack geht. So, tot. So, und jetzt muss ich nur hier lang. Letralis hat sich selbst geopfert, um unsere Welt zu retten. Wenn Mythrax zurückkehrt, war ihr Opfer womöglich umsonst. Jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Wir sind hier, um alle zu helfen. Ich muss allen zu helfen. Und auch meiner deutschen Sprache. Das ist zu weit entfernt. So, Popo-Tentakel ist down. Ich hoffe, diese Referenz hat irgendeiner von euch verstanden. Boah, ich würde es so feiern. Guck mal da hinten hin. Guck mal dahin. Haha. Und einer vom Kopf. Unglückliches Ziel. Dann geh halt. So, ich befreie Kai dich. Kai und ich müssen weiter, um Jakraset aufzuhalten, bevor es zu spät ist. Okay. Wir müssen sie einholen. Los! Ja, okay. Was willst du jetzt machen? So, hi. Ihr könnt auch gerne mal mithelfen und ein bisschen zuhauen, ne? Nur weil ich der Stärkste hier bin von euch, muss es nicht heißen, dass ihr jetzt einfach nur tatenlos zustehen. Zusehen und dastehen könnt. Dastehen und zusehen. Was ist denn los heute hier mit mir? Autsch. Popo-Tentakel. Autsch. Bist du doof? Der Blutbrunnen. Nun ist es endlich soweit, Jakraset. Oh, Jakraset. Den werden wir doch never ever hier einfach so. Off Dungeon kriegen, oder? Okay, Rakera. Jakraset hat bereits mit dem Ritual begonnen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Jakraset besiegen. Jakraset beschwört Mythrax den Auslöser. Oder Auflöser. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Ritual fortgesetzt wird. Jakraset muss aufgehalten werden, bevor es zu spät ist. Geht voran, Nemesis. Wir folgen euch. Los geht's. Besiegt Jakraset. Mir nach, ich folge euch. So, was haben wir hier? Einmal Kopf und einmal Schulter. Was haben wir denn hier? Okay, Kopf ist gut. Schulter ist auch gut, aber nicht so gut. Oder wie? Oder was? Oder so? Oh ja, doch, ich denke mal, das wird ein bisschen... Guck mal, hier 0-0. Alles beim Alten, oder? Ja, identische Werte. Und hier, Alter, ich möchte mir die Dingsmaske mal an... Das geht nicht. Ich meine, ich bin echt... Also die Schultern sind ja cool, ne? Die Schultern sind ja wirklich noch cool. Aber die Maske... Leute, ne. Ja gut, komm, hier an. Seid vorsichtig. Muss ich jetzt? Lalala. Kann ich euch an... Das Ritual des Blutes ist fast vollendet. Es ist vorbei, Jakraset. Euer Plan ist gescheitert. Gescheitert? Nein. Ich werde das Ritual vollenden. Mit eurem Blut. Hä? Nein. So. Kann ich? Oh ja, man kann sogar. Oh, was sehe ich denn hier? Was sehen meine trüben, müden Augen? Ihr kommt mit in den Kampf, meine lieben Leute. Find ich super. Ich werde das Ritual vollenden. Mit eurem Blut. Meine Stärke. Was passiert? Euer Blut verleiht mir Kraft. Mal auf. Okay, ich kann wieder. Ich bin ein bisschen schwach auf der Brust, merke ich gerade. Das gefällt mir nicht. Okay. Wow. Alter, ich muss echt aufpassen, ne? Ah, ein Totem. Kann ich das Totem hier killen? Nee. Hä? Wo ist das Totem hin? Hör mal auf, jetzt hier. Nee, nicht nochmal Blut. Weniger Blut. Nein.
Okay, das kann ich nicht aufhalten, das kann ich nicht interrupten, dass er sich Blut nimmt. Gut zu wissen. So. Und hier wieder. Der hat doch hier. Mein Körper. Ich kann nicht. Oh! Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könnt euch gegen den Gott erheben? Sterbt! Das ist zu weit entfernt. Okay, ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich würde gerne den schon besiegen. Also, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber so ein bisschen töten und so weiter wäre schon geil. Ja? So, nochmal ein bisschen looten. Ich denke mal nicht, dass Jacques jetzt wirklich eine Bedrohung ist. Also ein ernsthaftes Problem. Guck mal hier, der ist so leicht schon down. Ich bin außer Reichweite. Gut, so noch eine Frage der Zeit. Und tot. Nicht? Huch! Oh. Jetzt ist Schluss, General. Mit Lügen und Intrigen und Morden. Eure Verbrechen bleiben nicht ungestraft. Es ist aus. Gewährt ihm einen schnellen Tod. Wir haben heute schon genug Leid mit angesehen. Leid? Ihr habt doch überhaupt kein wahres Leid gesehen. Noch nicht. Aber das werdet ihr. Oh. Ach du Scheiße. Nein, das kann nicht sein. Er war das letzte Opfer. Wir haben versagt. Oh fuck. Oh oh, muss ich jetzt wegrennen? Wenn ja, ich bin sehr gut im Wegrennen. Habt ihr es gesehen? Wie geht denn das? Wo bin ich hier? Ach, jetzt bin ich wieder. Ach, guck an. Ja gut, okay. War sehr interessant. Okay, wir haben versagt mit Jacques. Schade, aber jetzt ist die Frage, wir sind ja eigentlich hier generell wegen Jacques. Und wir haben versagt. Ach, hier ist Atul Aman. Bin ich dumm? Ist das ein Dungeon? Oh mein Gott. Ja, entschuldige. So, jedenfalls, wir haben jetzt versagt, ja? Und wir haben jetzt hier aber noch einige weitere Gebiete. Sind das so weitere Nebenquests? Sollen wir die Nebenquests noch machen? Ich würde sagen, ich bin geneigt, das zu machen. Ansonsten würde ich gerne nach Nassimir. Suldasar bin ich ja gerade und das ist so immens riesig. Egal, machen wir erstmal hier weiter. Ja. Ja, es ist ein Wunder, dass sie überlebt haben. Aber doch nicht mit mir. Ich habe geschworen, die Königsfamilie zu verteidigen. Tut mir mal ein Geheimnis im Sande. Aha, aha, aha. Und das? Ach, schön. Schön, freue ich mich. So, wo ist die Maske? Wo ist die Maske? Hier ist die Maske, ne? Gut, machen wir so. Lalala. Skabadusch, Alter. Guck mal, jetzt haben wir wieder ein paar Boni. Okay, was nehmen wir? Wirbelnde Sande, passiv. Euer Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, wirbelnde Sande herbeizurufen, die euren kritischen Trefferwert 12 Sekunden lang um 429 erhöhen. Eure kritischen Effekte erhöhen die Dauer von wirbelnde Sande um 1 bis ein Maximum von 18 Sekunden. Oder Kandidat 2, vergifteter Draht, passiv. Erdrosseln erhöht den kritischen Trefferwert eures nächsten Einsatzes von Verstümmeln um 1026. Das heißt, ich muss immer mit Erdrosseln beginnen, damit der Crit vom Mutilate erhöht wird. Oder aber eine Chance, ein kritischer Treffer wird 12 Sekunden um 429 von generell. Ich würde sagen, das ist besser. Das ist potenter, da sind wir halt nicht so an Erdrosseln und Mutilate gebunden, beziehungsweise Verstümmeln.
Ich würde sagen, damit sind wir sehr gut dabei. Jetzt kommen hier weitere Folgequests. Hä? Fasst euch kurz. Okay, die Horde informieren. General Jack Razet wurde bezwungen, doch seine Beschwörung von Mythrax ist trotzdem unserer Mühen gelungen. Ist trotz unserer Bemühungen unserer Mühen gelungen. Boah, Alter, diese... Wenn Zetralis uns nicht beigestanden hätte, wären wir sicher nicht lebendig aus Atulaman rausgekommen. Wir müssen unsere Verbündeten wissen lassen, was in Boldun passiert ist. Ich selbst werde mit Prinzessin Talandi sprechen. Ihr solltet die Horde informieren. Wir brauchen so viel Hilfe wie möglich. Ich bin sicher, wir werden uns erneut treffen, Nemesis. War mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Sprecht mit Bane Bluetooth. Bane. Die Stadt wird nicht fallen. Kortek hat diesen Krieg über uns gebracht. Von Zetralis, Avatar des Loas. Wir können nicht zulassen, dass Mythrax wieder Zerstörung über diese Welt bringt. Wir brauchen unsere Loa mehr als je zuvor, aber sie ist noch nicht zu uns zurückgekehrt. Die Zeit ihrer Wiedergeburt ist verstrichen. Jemand oder etwas scheint ihr Erwachen zu verhindern. Geht an ihre Ruhestätte und seht, was ihr herausfinden könnt. Betretet den Tempel von Zetralis und heilt den Avatar des Loas. Das Imperium der Treulosen wird fallen. Okay, pass auf. Wo war das jetzt? Tempel von Zetralis, ne? Gut, abbrechen. Interessiert mich nicht. Interessiert mich sowas von gar nicht. Gut, danke für eure Kooperation. Interessiert mich nicht, was ihr jetzt hier halt für Dungeon Quests habt. Ich werde mal weiter meines Weges gehen. Irgendwie. So. Ich habe noch ein Date mit einigen anderen Questgebern. So, wo soll es denn hingehen? Ich würde sagen, hier hin. Zur Zuflucht. So, dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen questen können und so weiter. Dann sind wir hier quasi durch. Also, ich muss schon sagen, hässliche Maske. Sorry, aber... Ne. Den Transmogger gibt's aber noch, oder? Hilfe! Ii. Gut, ist Geschmackssache. Mit Sicherheit finden einige von euch cool, aber... Nee, nicht so wirklich. Boah, ich fühle mich voll gut, ey. Ich könnte es hier noch stundenlang aufnehmen. Also, ist ja eine neue Aufnahmesession, also in der letzten Folge schon. Und ja, ich fühle mich jetzt das erste Mal wieder seit längerem voll gut. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Nein, ich lasse das. So, wo genau müssen wir denn... Hüpft auf den Krolos, kommt, lasst uns hier verschwinden, bevor die Treulosen Verstärkung schicken. Schon wieder? Ich will aber nicht. Geh weg. Das hat überraschend viel Spaß gemacht. Kiro, ich bin ja so froh, dass ihr zurück seid. War's unheimlich? Wo habt ihr den Krolos-Kerl? Wie heißt er? Darf ich ihm einen Namen geben? Ist er lieb? Später erzähle ich euch alles. Lasst uns erst einmal unsere Leute in Sicherheit bringen. Na, oh, ist sie süß. Okay. Wollt ihr handeln? Ich werde den Krolos von einigen der Vulpara draußen unterbringen lassen, falls wir ihn nochmal brauchen. Sehr gut. Die Dünen geben uns alles, was wir brauchen. Mira. Hallo, Mira. Ich kann euch helfen. Okay. Soll ich, okay, das habe ich schon vorgelesen. Zerfledderte Notiz. Ich habe die anderen Vulpara Shak... Was? Shatkars Namen voller Furcht flüstern hören. Danke, dass ihr... Was? Dass ihr ihn von uns befreit habt. Es ist nicht sicher, allein zu reisen. Das ist alles? Das dürften alle gewesen sein. Gute Arbeit. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Natürlich. Seid vorsichtig, Mira. Die alten Trollstraßen sind gefährlich für unsere Wagen. Bin ich doch immer. Ja, nicht abbauen jetzt hier, hallo? Ne, gut, wir haben jetzt hier tatsächlich nur noch eine aktive Quest. Ich würde sagen... Da gehen wir hin, werden aber in der nächsten Folge erstmal weitermachen. Weil ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, wie wir das jetzt alles machen. Am besten. Und wir sind ja auch schon wieder am Folgenende hier, ne? 19 Minuten, 20 Minuten. Ja, das geht schnell. Also die Zeit... Muss ich gestehen, verfliegt in dieser Aufnahmesession ja fast erschreckend schnell. Die Sande werden euch verschlingen! Ja, die Sande werden euch verschlingen. Halt die Klappe. Autsch. Hallo.
Kuckuck. Wir herrschen über ja, alles. Ja, wir herrschen über alles. Ja, ja, ja. Genau, wir sind die Guten. Die Bösen. Ich bin der Gute. Hallo, Spinnen. Spinne. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier langkommen, beziehungsweise was wir hier machen. Was ich weiß, diese Ruine ist voller Schätze. Lassen wir uns also Zeit und erledigen das gründlich. Und mit noch mehr Quests. Ich freue mich.